So, wo wir jetzt bereits über Organisationen gesprochen haben, über Modelle gesprochen haben, ist jetzt die Frage, wo treffen sich die beiden, also welche Arten von Modellen begegnen uns denn in Organisationen? Und wir nähern uns in diesem Thema, dieser Fragestellung, aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlichen Disziplinen, und zwar derjenigen, die für uns in dieser Lehrveranstaltung besonders relevant sind. Ganz konkret sind es die Sozialwissenschaften. Wenn wir weiterschauen, werden uns dann die Betriebswissenschaften begegnen. Und als letztes werden wir dann auf einige Ansätze der Wirtschaftsinformatik schauen. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass Modelle der Informatik relevant wären. Da geht es dann konkret um die Umsetzung von IT-Systemen. Da ziehen wir aber an dieser Stelle für diese Lehrveranstaltung eine Grenze, gehen nicht näher darauf ein. Das ist Gegenstand in anderen Lehrveranstaltungen. Wir erwähnen sie nur, dass das ebenso Relevanz hat. Gut, was die Modelle in der Wirtschaft, die Modelle in den Sozialwissenschaften betrifft. Grundsätzlich haben wir vorhin schon über Organisationen gesprochen, gesagt, das kann man aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Wir haben damals schon angesehen, Aufbauorganisation versus Ablauforganisation, der interaktionsorientierten Sicht auf Organisationen, auch das war ein Thema. Diesen ganzen unterschiedlichen Ansätzen, wie man eine Organisation aufbauen kann, liegen ja ebenfalls Modelle zugrunde. Modelle, die beschreiben, wie eine Organisation funktioniert, also was die Grundannahme darüber ist, wie eine Organisation oder wie die Akteure innerhalb einer Organisation zusammenarbeiten. Eines der ältesten und nach wie vor einflussreichsten Modelle ist der Taylorismus. Der bis heute nachwirkt in der Idee der Arbeitsteilung, die wir nach wie vor auch im Geschäftsprozessmanagement dann wiederfinden. Ist also ein Klassiker, vorgeschlagen von dem Herrn Taylor, weiterentwickelt von dem Herrn Ford im Kontext der Automobilproduktion. Von der Modellannahme, die dahinter liegt, ist, dass man grundsätzlich zwischen Planung und Ausführung unterscheiden muss, also dass es auch unterschiedliche Akteure in einer Organisation gibt, die Kopfarbeit machen und die Handarbeit machen, dass das unterschiedliche Anforderungen sind und dass man das deswegen unterschiedlichen Personen zuteilen soll. Das muss nicht so sein, das war auch nicht immer so in einem klassischen Handwerksbetrieb. Es ist üblicherweise eine Person, die beides macht. Im Taylorismus gibt es erstmals diese Idee einer Trennung, dass es also eine führende Ebene in einer Organisation geben muss und die disjunkt ist mit der ausführenden Ebene, die dann die Handarbeit macht. Und das wiederum ist eine Modellannahme, die man so zur Kenntnis nehmen kann. Und wenn man eine Organisation so betrachtet, dann hat das Implikationen auf die Arbeitsorganisation. Nämlich, dass fürs konkrete Tun, für die Handarbeit, ein möglichst niedriger intellektueller Anspruch anzunehmen ist, dass also dann in der Konsequenz die Arbeitsschritte, die auszuführen sind, so feingranular, so feinteilig runtergebrochen sind, dass der einzelne Arbeitsschritt für sich tatsächlich einfach zu erlernen ist und dass es quasi darüberliegend auf der Planungsebene die Idee gibt, diese Arbeitsschritte dann zu verketten, aneinander zu reihen, sodass dann dort trotzdem das Gesamtziel erreicht wird. Und daher kommt auch dann die Idee der Fließbandarbeit und wir finden diese Idee auch in den modernen Ansätzen des Geschäftsprozessmanagements wieder. Dort versucht man im Wesentlichen zwar höherwertig mittlerweile, aber nichts anderes, nämlich große Prozesse, die ein großes übergeordnetes Ziel zu verfolgen, runterzubrechen auf kleine Teilschritte, die man dann einzeln kontrollieren kann, die man vor allem auch dann einzeln unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Rollen zuteilen kann. Genau, das nur ganz kurz zu diesem Ansatz. Dagegenstehend oder einen anderen Erklärungsansatz, ein anderes Erklärungsmodell einer Organisation verfolgen die kommunikationsorientierten Ansätze. Das beginnt beim Herrn Habermas, der
sagt, wir geben nicht die Arbeitsprozesse vor, sondern Kommunikation ist das konstituierende Element einer Organisation. Und durch die Kommunikation untereinander kommen Menschen zu vernünftigen Handeln, zu zielgerichteten Handeln. Das heißt, es ging jetzt nicht um das vorab abgebildete, über den vorab abgebildeten Arbeitsprozess, sondern um einen Kommunikationsprozess, der während der Ausführung abläuft und zu vernünftigen, im Sinne auf das Ziel, auf die Zielerreichung ausgerichteten Handeln abzielt. Auch das, also das kommunikative Handeln, stellt das Modell in den Hintergrund. Auch das wieder eine Modellannahme. Wir sehen, beide Extreme haben wahrscheinlich ihre Schwächen. Irgendwo wird man sie dann in der Mitte treffen müssen. Diesen Ansatz von Habermas, den hat dann Luhmann ebenfalls aufgegriffen und seine Systemtheorie entwickelt. Das heißt, Luhmann denkt generell in Systemen, die sich aus miteinander kommunizierenden Einheiten, und das sind nicht ausschließlich Menschen, sondern auch Gruppen oder Maschinen oder Einheiten ganz beliebiger Natur, Systeme im allgemeinen Sinn, so wie Luhmann das bezeichnen würde, zusammensetzen. Und die Organisation konstituiert sich als System aus miteinander kommunizierenden Systemen. Und er beschreibt dann diesen Kommunikationsprozess ein bisschen detaillierter. Das heißt, er überlegt sich, wie diese Kommunikation abläuft und was bei den beteiligten Einheiten abläuft, und erklärt so wiederum in einer Modellvorstellung, wie eine Organisation in Form dieser interagierenden Einheiten funktioniert. Grundsätzlich, sagt er, auf Seiten des Senders passiert eine Selektion von Informationen, die mitgeteilt werden muss. Also man überlegt sich mal, was muss der andere, mein Gegenüber überhaupt wissen. Dann die eigentliche Kommunikation, also die Mitteilung, und auf Seiten des Empfängers das Verstehen. Bei der Mitteilung liegt die Initiative noch beim Sender. Das Verstehen läuft dann ausschließlich beim Empfänger ab. Das heißt, wir haben immer so einen dreischrittigen Prozess, wir haben immer mindestens zwei Akteure, und die laufen in jedem Kommunikationsprozess ab. Unabhängig davon, worüber kommuniziert wird, unabhängig davon, ob das zielgerichtet ist oder nicht, unabhängig davon, ob die Akteure kooperieren wollen oder nicht, ist die Annahme in diesem Modell, dass es immer diese drei Schritte gibt, und an diesen drei Schritten, anhand dieser drei Schritte, kann man erklären, wie eine Organisation funktioniert. Sehr abstrakt natürlich, aber was man hier, was uns diese Theorie ermöglicht, ist, eine Organisation als System zu verstehen, die wiederum in kleinere Teilsysteme untergliedert ist. Und diese Teilsysteme können wiederum als Einzelsysteme verstanden werden, und wir kriegen damit so eine Hierarchie, eine Systemhierarchie rein in unserem Modell, die es uns erlaubt, die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen, das heißt Ebene des Individuums, also introspektiv zu betrachten, genauso wie auf Ebene einer Arbeitsgruppe, genauso wie auf Abteilungsebene oder auf Ebene der gesamten Organisation oder darüber hinaus überorganisational zwischen Organisationen, auch das sind kommunizierende Systeme, bis hin zu weltumspannenden Logistiknetzwerken im konkreten Anwendungsfall für dieses Studium, die man so erklären könnte oder die man so konzeptuell abbilden könnte und sich dann überlegen könnte, wo liegt denn der Kommunikationsmehrwert für die beteiligten Teilsysteme. Das wiederum bringt uns dann zu den Modellen der Betriebswirtschaft, wo man diese beiden unterschiedlichen Organisationssichtweisen wieder aufgreifen kann.